Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel in Ingolstadt. Wir werden vor Ort von 750 Fans unterstützt werden. Damit haben wir das Kontingent komplett ausgeschöpft. Ich begrüße virtuell zugeschaltet die Pressevertreterin und neben mir unseren Trainer Timo Schulz. Timo, wie sieht es denn beim Personal aus? Zuletzt haben einige Jungs gefehlt und auch gestern ist es nicht besser geworden. Ja, guten Morgen erstmal in die Runde. Das hast du gut ausgedrückt. Wie ihr alle mitbekommen habt, hat Sepp Olsson sich gestern am Knie verletzt im Training. Ersten Untersuchungen haben ergeben, dass es wahrscheinlich nicht so gut ist. Wir würden heute nochmal weitere Untersuchungen machen und dann vermutlich auch rausgeben, was dann letztendlich als Diagnose bei rausgekommen ist. Er wird uns aber definitiv jetzt erstmal nicht zur Verfügung stehen, also weder in Ingolstadt noch im Laufe der englischen Woche. Wie schwerwiegend das Ganze dann ist, wie gesagt, werden wir im Laufe des Tages klären. Zu einem Überfluss hat sich Sören Ahlers gestern Abend beim Spiel der U23 in Flensburg vermutlich auch noch eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, ist auf jeden Fall über Nacht dort geblieben, im Krankenhaus zur Beobachtung. Da hoffen wir, dass er heute zurückkommen kann nach Hamburg und dass es nicht ganz so schlimm ist. Also von daher gestern kein guter Tag, was das angeht. Haben des Weiteren auch aus dem letzten Spiel heraus und aus dem Regensburg-Spiel heraus noch ein paar angeschlagene Spieler mit Fragezeichen. Also James Lawrence wird uns weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Da hoffe ich, dass er am Ende der Woche aber wieder irgendwo ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Fragezeichen hinter Ziereis, Smith, Zander. Von daher schauen wir mal, wie es heute auf dem Trainingsplatz aussieht und bin trotzdem optimistisch und sicher, dass wir zu Samstag zum Spiel gegen Ingolstadt eine sehr gute Elf auf dem Platz haben werden. Danke, Timo. Dann kommen wir zu den Fragen. Oliver Jensen von der dpa fragt, der FC Ingolstadt hat einerseits drei Spiele in Folge nicht verloren und gegen Bremen und Nürnberg stark gespielt, hat aber 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und hat kaum noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Wie schätzt du sie ein? Ich glaube, das sehen Sie in Ingolstadt anders. Ich muss die Mannschaften so bewerten, wie sie in Form sind. Und da sind sie sehr gut in Form. Ich denke, das Spiel in Nürnberg war ein absolutes Ausrufezeichen. Und ich glaube, allein durch die 3-Punkte-Regel schon, wenn man eine kleine Serie startet, dann kann man auf jeden Fall noch mal irgendwo ranschnuppern, noch mal rankommen. Von daher, wir nehmen sie sehr, sehr ernst. Wir wissen, dass sie richtig gut drauf sind, auch in Bremen ein tolles Auswärtsspiel gemacht haben, da verdient einen Punkt mitgenommen haben und wird für uns eine schwere Aufgabe. Ist eine Mannschaft, die häufig im 4-4-2 sehr kompakt auftritt, wobei ich mittlerweile mir abgewöhnt habe, immer zu gucken, wie die Mannschaften vorher gespielt haben, weil es gegen uns dann ja dann doch manchmal ein bisschen anders aussieht und haben eine gute Energie in der Truppe, schalten gut um. Von daher wird das für uns eine schwere Aufgabe. Bleiben wir bei Ingolstadt, bevor wir zu weiteren Personalthemen kommen. Rupert Fabik vom Abendblatt fragt, woran machst du fest, dass sich Ingolstadt stabilisiert hat? Ja, zuallererst an den Ergebnissen. Ich glaube, dass sie nach dem Winter auch durch die Neuzugänge, unter anderem ja auch Deki Stojanovic, den wir noch vom letzten Jahr hier gut kennen, extrem an defensiver Stabilität gewonnen haben. Zudem nach vorne mit ihren Neuzugängen, gerade Schmidt, aber auch Soleimani auf jeden Fall in der Breite und in der Spitze besser geworden sind und ist eine Mannschaft, die im Aufwind ist und die zuletzt gut gespielt hat und gute Ergebnisse gezogen hat. Dann die angekündigten weiteren Personalfragen, einmal von Stefan Krause und ich nehme auch gleich Tim Eckhardt vom Millanton mit rein, die nach der Situation von Etienne Aminido, Max Dittgen und Rico Benatelli fragen. Ja, also bei Eti ist es so, dass er uns definitiv nicht zur Verfügung steht. Er hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, einen Schlag auf die Wade bekommen gegen Regensburg. Und das ist dann ein bisschen hartnäckiger, als wir gedacht haben am Anfang. Das wird auf jeden Fall jetzt für die englische Woche auf keinen Fall was werden. Inwiefern es dann danach aufwärts geht, da müssen wir den Verlauf betrachten. Wen hatten wir noch jetzt gerade bei der Frage? Dittgen und Benatelli. Ja, bei Dittgen genauso wie bei Ziereis. Gehe ich eigentlich davon aus, dass er heute wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann und dann auch dementsprechend Kandidat ist für die englische Woche. Und bei Rico müssen wir gucken, hoffe ich auch, dass er die nächsten Tage wieder auf den Trainingsplatz kommt, dass wir ihn dann in der englischen Woche noch zur Verfügung haben. Der ist leicht kränklich. Rupert Fabig nochmal. Ändert sich nach dem Doppelfehlschuss etwas daran, wer die Elfmeter schießt? Oh, das werde ich vielleicht mal im Hotel mit den Jungs besprechen. Also grundsätzlich
haben wir natürlich eingeteilt, wer unsere Elfmeterschützen sind. Und wenn die sich gut fühlen, dann habe ich da auch weiterhin vollstes Vertrauen zu den Jungs. Letztendlich müssen sie das dann auf dem Platz entscheiden. Hängt ja manchmal dann auch noch damit zusammen, wer ist gefoult worden, fühlt er sich trotzdem sicher, möchte der trotzdem den Elfmeter nehmen oder jemand anders. Also irgendwo die Entscheidung, die letzte Entscheidung auf dem Platz, die überlasse ich dann schon ganz gerne den Jungs. Bleiben wir beim Personal und schlagen die Brücke zum System. Sollten Ziereis, Zander, Lawrence und Olsson ausfallen, fehlt es euch an innen- und rechten Außenverteidigern? Ist es sinnvoll, auf ein 3-5-2 umzustellen, damit zumindest ein Innenverteidiger auf der Bank als Option vorhanden ist, fragt Tim Eckhardt. Also wenn wir zu wenig Innenverteidiger haben, dann auf eine Dreierkette umstellen, dann haben wir irgendwie noch weniger Innenverteidiger, oder? Also ich gucke mal, wer heute auf dem Platz ist. Wir haben mit Adam Cigala, der, finde ich, ein sehr stabiles Spiel gemacht hat, und Marcel Beifuß noch wirklich gute Alternativen auf der Bank. Wie gesagt, ich habe auch die Hoffnung, dass Philipp Ziereis jetzt zum Spiel gegen Ingolstadt oder in der englischen Woche zurückkommt. Das gleiche gilt für James Lawrence. Dreierkette ist immer eine Option. Wir haben ja auch in den Spielen teilweise schon mit einer Dreierkette das Spiel eröffnet oder auch gegen den Ball gespielt. Also ich glaube, die Jungs fühlen sich da auch ganz wohl. Wir haben es extra gegen Kiel auch noch mal eine Halbzeit ausprobiert. Also ist immer eine Option und ja, hängt sicherlich davon ab, das stimmt, wie das Personal zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Netzproblem bei mir ist oder ob es erstmal keine weiteren Fragen gibt. Doch, da kommt eine rein. Nochmal Tim Eckhardt. Der FC Ingolstadt hat bereits zweimal den Trainer in dieser Saison gewechselt, hat unter André Schubert mit einer Dreierkette gespielt, ist nun aber seit Wochen in einem flachen 4-4-2 aktiv. Wie viel ist noch übrig, jetzt ist das weggerutscht, vom umschaltstarken FCI aus der Hinrunde? Ja, das werden wir sehen. Also ich habe jetzt die letzten Spiele mir vor allem angeguckt, wo sie wirklich defensiv sehr stabil stehen, gut gegen den Ball arbeiten, immer wieder auch das Zentrum stark schließen. Von daher liegt es ja auch immer daran, wie viel Optionen gebe ich ihnen überhaupt, ins Umschalten zu kommen. Wie risikoreich ist mein Spiel? Das ist natürlich jetzt auch ein Thema von uns gewesen in den letzten Wochen. Das eine bedingt ja meistens das andere. Wenn wir ihnen die Chancen geben, mit ihren zwei Stürmern plus einem schnellen Außenbahnspieler umzuschalten, dann werden sie das sicherlich wahrnehmen. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie ihren Plan mit dem Ball haben werden und auch versuchen werden, uns zu bespielen. Von daher ist abzuwarten, wie sie genau auftreten. Dann fragt Andreas Schorsch von der Bild: Ihr steht insgesamt vor einer Hammerwoche. Wie geht ihr als Trainerteam das an? Anscheinend ist nicht viel Platz für Rotation, sondern die Mannschaft wird sehr gefordert werden. Ja, die Jungs, die wir da haben, die sind fit, die haben Bock. Wird eine richtig coole Woche. Erstmal in Ingolstadt ein Startschuss, dann noch mit Union und KSC. Zwei tolle Spiele. Das haben wir uns erarbeitet im Laufe der Saison. Wir sind immer noch in einer tollen Ausgangslage. Wir wissen, dass wir einige Sachen besser machen müssen als in den letzten Wochen. Und die Jungs, wenn ich die im Training erlebe, die geben Gas, die wollen, die freuen sich auf die Spiele. Und es kann eine richtig coole Woche für uns werden. Und dementsprechend werden wir auch die nächsten beiden Trainingstage angehen. Und wir vom Trainerteam, natürlich machen wir uns Gedanken, was die ganze Woche angeht. Ich habe es ja auch schon jetzt aufgrund der Personalfragen ein paar Mal gesagt. Wir hoffen auch, dass der ein oder andere vielleicht dann noch mehr zurückkommt und uns zumindest für ein oder zwei Spiele zur Verfügung steht oder noch als Einwechsler. Von daher ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Woche schon durchplanen, sondern wir konzentrieren uns voll auf Ingolstadt. Und danach bewerten wir die Situation wieder neu und dann geht es ins nächste Spiel rein. Dazu möchte Alex Heger von Rockantenne wissen: Was wäre dir lieber, am Wochenende mit 3 Punkten wieder in die Tabellenspitze springen oder am Dienstagabend ins DFB-Pokal-Halbfinale einziehen? Ja, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Ich bin nicht so der Was-wäre-wenn-Experte. Ich bin auch nicht derjenige, der sich nach dem Spiel hinstellt und erzählt, wie es hätte besser laufen können. Dafür haben wir genug andere Experten im Verein, im Vereinsumfeld. Ich freue mich auf das Spiel gegen Ingolstadt. Ich glaube, wird für uns ein ganz wichtiges Spiel, da wieder in die Spur zu kommen. Und dass ein DFB-Pokal-Viertelfinale was ganz Besonderes ist, das muss ich euch nicht erzählen. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt und erstmal voller Fokus Ingolstadt und dann schauen wir weiter. Dann haben wir nochmal Tim Eckhardt, der einleitet: Mir wird sicher Blasphemie vorgeworfen werden, aber ich wage es trotzdem. Guido Burgstaller scheint in seinen Leistung zuletzt stark nachgelassen zu haben. Wie siehst du seine Leistung? Ist es ein individuelles Problem oder wird er von seinen Mitspielern zu wenig in Szene gesetzt? Ja, das passt ja ganz gut. Meistens, wenn du dann die Jungs anzählst, dann belehren sie dich eines Besseren. Dann hoffen wir mal darauf, dass es wieder so eintritt. Und Sebastian Rieck fragt:
Was erwartest du von den Jungs, die jetzt in die verletzten Lücken springen? Redest du mit denen noch einmal besonders und kann das auch mal eine Chance sein, aus einem in diesem Fall negativen Trott mit erzwungenen Änderungen in die Spur zu kommen? Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt auch im Verlauf der Saison, gerade in der Hinserie, wo wir nicht so häufig gewechselt haben. Wir brauchen jeden Spieler und ich vertraue jedem Spieler. Und jeder Spieler hat seine Berechtigung, bei uns im Kader zu sein, hat auch den Anspruch, für sich selbst in der zweiten Liga Leistungsträger, Stammspieler zu sein. Und die Jungs, die vielleicht bis jetzt ein bisschen weniger dran waren und auf den Platz kommen, die können das jetzt zeigen und können sich vielleicht dann auch einen Vorteil erspielen gegenüber denen, die momentan nicht einsatzfähig sind. Genau dafür hat man so einen großen Kader, für solche Situationen. Und ich freue mich für die Jungs, die geben Gas im Training das ganze Jahr und sind trotzdem dann relativ selten auf dem Platz. Gerade in der Defensive wechselt man als Trainer dann ja auch eher ungern, ja, zumindest während eines Spiels. Und bin gespannt auf die Leistung und wie gesagt, vertraue denen zu 100%. Dementsprechend gehen wir das Spiel auch in Ingolstadt an und schauen mal, wie es dann am Samstag um 13.30 Uhr aussieht, wer auf dem Platz stehen kann und wer nicht. Und dann geht es darum, 3 Punkte zu holen, egal in welchem Personal. Wir bleiben trotzdem beim Personal. Stefan, ich habe deine Frage gesehen, die stelle ich dann danach, wenn das Thema Personal durch ist. Andreas Schorsch nochmal, ihr seid lange von Ausfällen und Verletzungen verschont geblieben. Hast du eine Erklärung, warum gerade jetzt plötzlich so viele Spieler ausfallen? Ja, das sind ja höchst unterschiedliche Sachen, ne? Also wenn du dann mal irgendwo einen Schlag drauf bekommst und dann deswegen vielleicht mal 10, 14 Tage ausfällst, dann gehört das, glaube ich, dazu. Bisher sind wir durch die Saison wirklich sehr, sehr gut durchgekommen, ohne wirklich richtig schwere Verletzungen. Jetzt hat es uns leider in der Woche mal dann vor allem in einem Mannschaftsteil erwischt, dann fällt das auch nochmal umso mehr auf. Grundsätzlich sehe ich immer noch genug Spieler heute auf dem Trainingsplatz. Und für die Lücken, die sich jetzt auftun, da müssen wir Lösungen finden, warum das jetzt ausgerechnet in dieser Woche oder in den letzten 10 Tagen dann so ein bisschen Überhand genommen hat. Ja, natürlich sind wir da auch ein bisschen auf der Suche, aber wir haben jetzt nicht irgendwie angefangen, neue Trainingsinhalte an den Mann zu bringen oder irgendwie das Training groß umgestellt oder so. Von daher müssen wir es jetzt erstmal so hinnehmen, wie es ist. Aber natürlich sind wir da auch in der Analyse, um zu gucken, ob wir da irgendwo was optimieren können. Jetzt kommt hier gerade die Rückmeldung rein, dass wir nicht mehr zu sehen, zu hören waren. Ich frage mal nach bei unserer Technik. Ist das weiterhin der Fall? Sind wir weiterhin weg? Anscheinend geht es jetzt wieder, okay. Also, da die Frage anscheinend oder die Antwort nicht angekommen ist, werdet es ja nachher im Nachgang bekommen oder gibt sonst ein Signal, wenn wir die Frage nochmal stellen sollen, warum jetzt so viele Ausfälle sind? Ja, wir sind dran, wir schauen, woran es liegen kann. Wir sind bis jetzt durch die Saison wirklich sehr gut durchgekommen, ohne wirklich richtig große Verletzungen. Jetzt ist es leider so, dass ich vor allem in einem Mannschaftsteil in der Abwehr das so ein bisschen summiert hat. Dementsprechend fällt das dann auch ein bisschen mehr auf. Wir haben nicht groß was verändert, von daher sind wir schon auf der Suche, wo wir optimieren können, wo wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen können. Aber jetzt gilt es erstmal da, sich auf die zu konzentrieren, die da sind und mit denen noch 2 gute Trainingseinheiten hinzulegen, damit wir in Ingolstadt eine gute Leistung bringen können. Das wäre auch das Stichwort für Tim Eckerts Frage. Welche Spieler könnten am ehesten aus der U23 aufrücken, wenn das Personal in der Defensive so dünn bleibt? Er bringt da noch die Namen Park, Roggo und Brandt ins Spiel. Ja, ich sag mal, jetzt in der Defensive, gerade auf der Innenverteidigerposition, glaube ich, dass wir hier im Kader und vor allem mit der Rückkehr von Ziereis und Lawrence, die jetzt hoffentlich relativ kurzfristig wieder zur Verfügung stehen, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Auf der Rechtsverteidigerposition, wo wir eigentlich mit 3 Spielern qualitativ und quantitativ sehr gut aufgestellt sind, ist es ja leider so, dass Janis Wiekow jetzt schon dauerhaft fehlt und mit Sebastian Olsam vermutlich auch ein etwas längerfristiger Ausfall ansteht. Da haben wir dann aber auch im Kader mit Beifuß und Cvigala noch 2 Alternativen. Zudem trainiert Niki Jessen bei uns schon mit, der genau auch auf der Position im Trainingslager eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Also von daher, ich sehe da jetzt keinen Bedarf, dass wir irgendwie aus der U23 Spieler nach oben ziehen kurzfristig. Dann kommen wir zur vorerst letzten Frage. Schreibt gerne weiter rein. Weg vom Fußball von Stefan Krause, Morgenpost.
An einem Tag wie heute rücken Zweitliga-Fußballspiele in den Hintergrund. Du hast drei Kinder. Wie begegnet man da den Entwicklungen in der Ukraine? Wie erklärt man das zu Hause? Und hat Nico, ob seiner Vergangenheit in den letzten Tagen Anzeichen gezeigt, dass er sich Sorgen macht um seine Freunde in Luhansk? Puh, ja, das ist natürlich so ein Thema. Natürlich beschäftige ich mich nicht nur mit Fußball in meinem Leben, sondern auch mit ganz vielen anderen Sachen. Und es hat sich ja leider in den letzten Tagen so ein bisschen abgezeichnet, dass das da komplett in die falsche Richtung geht. Ich denke, jeder Mensch auf der Welt wünscht sich Frieden, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Menschen auf der Welt. Und dementsprechend ist es kein schöner Tag. Ich hoffe, dass trotzdem da irgendwo noch auf diplomatischem Wege eine halbwegs vernünftige Lösung gefunden werden kann. Mit Nico habe ich das Thema ehrlich gesagt jetzt noch überhaupt nicht besprochen. Er macht jetzt auf mich auch nicht den Eindruck, als wenn ihn das groß belasten würde, aber vielleicht suche ich nachher mal das Gespräch mit ihm. Letztendlich hat er da irgendwo eine Vergangenheit und ja, ist keine schöne Situation. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass es möglichst glimpflich ausgeht, auch wenn es momentan leider nicht so aussieht. Das fällt jetzt ein bisschen schwer, aber wir haben noch eine sportliche Frage. Nochmal Tim Eckert, der FC Ingolstadt spielt unter Rüdiger Rehm in einem flachen 4-4-2 und erzeugt dabei meist sehr wenig Druck auf die Außenverteidiger. Ich sage, das sollte eurem Spiel entgegenkommen. Siehst du das auch so? Ja, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang der PK schon mal gesagt. Natürlich bereiten wir uns extrem akribisch auf den Gegner vor, schauen uns die letzten Spiele an. Aber wenn selbst Jahn Regensburg oder dann jetzt auch Hannover 96 das System nochmal wieder umstellt, um gegen uns zu spielen, dann sind wir mittlerweile auf alles vorbereitet. Klar, ein flaches 4-4-2, das hat natürlich auch seine Schwachstellen, hat aber auch seine Vorteile. Ich denke, wir müssen den Fokus auf uns legen. Das haben die letzten Spiele auch gezeigt, wenn wir unsere Leistung abliefern. Und da ist eigentlich auch das Hannover-Spiel ein gutes Beispiel für. Die ersten 25, 30 Minuten waren richtig gut. Wir haben uns unsere Chancen erspielt, haben kaum was zugelassen nach hinten. Wenn wir unsere Leistung abliefern, egal gegen welches System oder egal in welchem System wir spielen, dann sind wir eine richtig gute Mannschaft. Wenn wir den Faden verlieren, zu wild werden, wenn sich unsere Fehler häufen, dann kriegen wir Probleme und dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, in welchem System wir oder der Gegner spielt, weil dann sind es häufig auch eher individuelle Themen. Ich sehe jetzt nur noch, da kommen noch weitere Fragen, bevor wir gleich die obligatorische Frage zum Ablauf stellen. Nochmal Stefan Krause, inwieweit leidet man als Ex-Spieler mit Sebastian Olsson, dem ja anzumerken war, wie sehr ihn der Vorfall gestern getroffen hat? Ja, Sebastian ist sicherlich ein besonderer Fall bei uns. Er hat sich jetzt diverse Male wieder irgendwo rangekämpft, ist im letzten Jahr eigentlich immer durch so ein Wellental gegangen zwischen angeschlagen, verletzt, leicht fit, aber eigentlich ja, nicht so wirklich bei 100%. Das gestern ist natürlich dann nochmal für ihn absolut ein Tiefpunkt gewesen. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass es dann heute, wenn wir die endgültige Diagnose haben, nicht ganz so schlimm ist, dass er dann relativ schnell auch wieder in den Reha-Bereich reingehen kann. Aber in dem Moment natürlich, jeder, der Sepp kennt, ist zu 100% Profi, immer absolut positiv. Gibt der Gruppe viel, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben mit seiner Art. Und ja, dementsprechend, ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass er relativ schnell in die Reha einsteigen kann und es dann vielleicht doch mittelfristig wieder zur Verfügung steht. Aber ich glaube, da muss auch Sepp jetzt das erstmal verarbeiten in den nächsten 1, 2, 3 Tage. Jetzt scheint das wirklich die letzte Frage zu sein von Andreas Schorsch, die obligatorische Frage nach dem Ablauf bis Ingolstadt, Flug hin und zurück, Fragezeichen. Ja, genau. Wir fliegen mit der Linie nach München, morgen Nachmittag hin und dann am Samstagabend nach dem Spiel zurück, sodass wir dann am Sonntag ganz normal hier trainieren können. Ich glaube, ich habe das Training auf, ich meine sogar mittags angesetzt, damit die Jungs ein bisschen ausschlafen können. Aber vom Ablauf her relativ normal. Wenn es das gewesen sein soll, dann vielen Dank für die Teilnahme. Wir bitten, die technischen Probleme zu entschuldigen und bis Samstag. Tschüss. Jo, tschüss.